Hameln muss ein Dorf wie dieses gewesen sein. Idyllisch gelegen zwischen Wiesen und Feldern, mit einem See in der Nähe. Tag ein, Tag aus gehen die Menschen ihren Geschäften nach. Hier leben Bauern, Schmiede und Müller, Fassbinder, Kerzenzieher und Brauer. Und außerdem jede Menge Ratten, die den schwer schuftenden Einwohnern die Nahrungsvorräte unter der Nase wegfressen. Es muss ein solches Jahr gewesen sein, in dem die Plage besonders schlimm war, als die Einwohner von Hameln einen Rattenfänger beauftragten, um den Nagern Herr zu werden. Doch als sie sich weigerten, den Flötenspieler zu bezahlen, holte er als nächstes ihre Kinder. Soweit die bekannte Geschichte, und ganz ähnlich muss es sich auch in diesem Dorf in Phasis Frontier zugetragen haben, denn das neue Aufbaustrategiespiel der Grim Dawn-Macher geht gerade erst in den Early Access bei Steam und ist dementsprechend noch nicht ganz fertig. Eines der fehlenden Features sind Kinder, von denen nur eine Handvoll in der Statistik auftauchen und keines je auf den Straßen zu sehen ist. Dafür gibt's umso mehr Ratten, die eure Vorräte auffressen, wenn ihr keine Fänger bezahlt. Und damit herzlich willkommen zum ersten Fazitvideo zu Phasis Frontier, dem neuen und wie ihr sehen könnt richtig hübschen Aufbauspiel von Crate Entertainment, das ab dem 9. August im Early Access für den PC verfügbar ist. Auf den ersten Blick erinnert Phasis Frontier ein bisschen an die Anno-Reihe von Ubisoft. Und tatsächlich gibt es ein paar Ähnlichkeiten, aber auch viele Unterschiede. Vor allem ist Phasis Frontier eine Koloniesimulation, vermischt mit Elementen des Anno-typischen Städtebaus und natürlich Warenketten. Das heißt also, dass hier jeder Einwohner simuliert wird, einen Namen hat, einen Job, Arbeitswege und eine Behausung. Die Leute altern auch und sterben irgendwann. Gleichzeitig werden neue Bewohner geboren. So richtige Familien gibt es aber noch nicht und wie erwähnt sind auch die Kinder noch nicht wirklich vorhanden. Und auf den Straßen wandern aktuell immer die gleichen Typen mit derselben Kleidung und denselben Animationen umher. Ansonsten macht das Spiel aber schon sehr vieles richtig. Ihr beginnt mit einem Dutzend Einwohner auf einer der vier Kartentypen. Zur Auswahl stehen das trockene Hochland, Alpentäler, Tieflandseen und die Steppe. Oder ihr lasst euch, so wie wir hier, eine gemischte Karte erstellen. In der kargen Hochebene findet ihr dann überall Erzvorkommen, aber wenig Nahrung und Bäume. Dagegen bieten zum Beispiel die Niederungen der Tieflandseen jede Menge Fischgründe. Nachdem ihr euch euren Startpunkt ausgesucht habt, fällt ihr die ersten Bäume, sammelt Stein und Beeren, fangt Fische und geht auf die Jagd. Ihr errichtet Hütten, einen Marktplatz und entwickelt die kleine Ortschaft im Verlauf der folgenden Stunden zu einer florierenden Kleinstadt mit Feldern und Viehherden, mit Händlern, die die Stadtmauer queren und Wachen, die die hart arbeitende Bevölkerung vor Plünderern schützen. Eure Bemühungen zielen dabei auf zwei Aspekte ab. Da ist zum einen die Attraktivität der Wohngegenden. Wie in Anno können Einwohner oder besser gesagt ihre Häuser aufsteigen. Wenn eine Wohngegend genügend Attraktivität bietet, werten die Bewohner nämlich selbstständig ihre Wohnungen auf. Diese Attraktivität setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Zugang zu unterschiedlichen Nahrungstypen, Luxusressourcen, Frischwasser und Servicegebäude wie das Wirtshaus, die Schule, das Theater und der Heiler. Während manche Produktionsgebäude wie die stinkende Gerberei die Attraktivität senken, wird sie durch Dekorationsobjekte wie diese Statue und die Büsche darum zusätzlich erhöht. Erst wenn ihr eine bestimmte Anzahl an fortgeschrittenen Wohnungen habt, könnt ihr euer Dorfzentrum ausbauen, was wiederum neue Gebäude freischaltet. Zusätzlich bekommt ihr mehr Steuern aus wohlhabenderen Häusern, die auch noch etwas mehr Wohnraum bieten. Als zweites wollt und müsst ihr eure Bevölkerung bei Laune halten. Die Einwohner selbst steigen zwar nicht wie in Anno im sozialen Rang auf, es gibt also keine Schicht der Aristokraten oder Bauern, jedoch steigen trotzdem ihre Bedürfnisse. Zur Nahrungsvielfalt kommt also beispielsweise das Verlangen nach guter Kleidung, nach Kerzen, Möbeln und Unterhaltung hinzu. Es wird daher immer schwieriger, die Einwohner zufriedenzustellen. Wie glücklich die Menschen in eurer Stadt sind, beeinflusst wiederum, wie viele Einwohner die Stadt anzieht und wie viel Nachwuchs geboren wird. Und es wirkt sich unmittelbar auf die Produktivität der Bewohner aus. Unzufriedene Menschen arbeiten weniger effektiv. Phasis Frontier geht dabei sogar so weit, dass Betriebe tatsächlich nur dann Waren produzieren, wenn wirklich gerade jemand darin arbeitet.
Das heißt, dass zum Beispiel die Arbeitswege von der eigenen Behausung zum Arbeitsplatz relevant für die Produktionseffizienz sind. Allerdings ist die Simulation noch nicht perfekt. Manche Bewohner besuchen etwa nie das Wirtshaus oder das Theater, sie profitieren aber dennoch davon. Na gut, vielleicht bringt ihnen ja jemand ein Bier mit oder das Programmheft. Während der Bau eines Theaters übrigens nur von der Stufe des Dorfzentrums und euren Bauressourcen abhängt, ist die Herstellung der Konsumgüter eine größere Herausforderung. Wie aus solchen Spielen bekannt, müsst ihr Warenketten aufbauen. So braucht beispielsweise der Brauer für sein Bier Brennholz, Wasser, Honig und Getreide. Das Brennholz bekommt ihr von Spaltplätzen, die Baumstämme in handliche Scheite schlagen. Das Wasser kommt aus nahegelegenen Brunnen, der Honig vom Imker und das Getreide natürlich vom Feld. Doch ganz so einfach ist gerade auch dieser letzte Punkt nicht, denn das Getreide will erst einmal professionell angebaut werden. Anders als etwa in Anno pflanzt ihr nicht einfach ein Feld, das von nun an für immer dieselbe Menge Getreide liefert. Denn in Farthest Frontier gibt es Wetter und Jahreszeiten. Und die sind, wie ihr sehen könnt, richtig hübsch umgesetzt. Denn hier wird nicht nur die Textur ein wenig eingefärbt, wenn es schneit. Nein, Bäume verlieren im Winter sogar ihre Blätter und blühen dann im Frühling in allen Farben wieder auf. Die Lichtstimmung verändert sich laufend, während das Wetter mit Blitzen, Regen und Schneefällen für Abwechslung sorgt. Auch die Landwirtschaft ist diesen Jahreszeiten unterworfen. Ihr legt dazu für jedes Feld in einem Dreijahreszyklus fest, was wann gepflanzt werden soll. Dazu müsst ihr die Bodenbeschaffenheit, das Klima und die Fruchtbarkeit beachten. Manche Pflanzen, wie Weizen beispielsweise, benötigen fast den vollen Wachstumszeitraum, während etwa Rüben und Bohnen schneller reifen, sodass noch im selben Jahr etwas anderes wachsen kann. Die verschiedenen Pflanzen haben nun unterschiedliche Eigenschaften. Manche vertragen die Hitze besser als andere. Die einen wollen eher sandigen Boden, die anderen lehmigen. Manche unterdrücken Unkraut besser, laugen aber den Boden stärker aus, wodurch langsam die Fruchtbarkeit sinkt. Um dem entgegenzuwirken, müsst ihr immer wieder Ackerphasen einbauen und etwa Kleepflanzen, der dem Boden eine Verschnaufpause gönnt. Und indem ihr die Abfälle der Siedlung auf dem Komposthaufen sammeln lasst, könnt ihr außerdem hin und wieder Dünger auf den Feldern verstreuen, um der Fruchtbarkeit einen Boost zu geben. Das Halten von Tieren ist dagegen leichter. Ihr weist den Kühen eine Weide zu und unterstützt den Hof mit Futter von den Feldern. Manuell bestimmt ihr, wie groß die Herden sein sollen, wann Tiere geschlachtet und ob sie gemolken werden sollen. Das Fleisch geht entweder direkt an die Haushalte oder wird vorher geräuchert, während die Milch entweder getrunken oder in der Käserei in Käse verwandelt wird. Mit der Zeit braucht ihr dann neben den normalen Produkten auch immer mehr Gold, um eure Soldaten zu bezahlen und Bauvorhaben umzusetzen. Eure Haupteinnahmequelle ist dabei der Verkauf von Waren an fahrende Händler, da die Besteuerung der eigenen Bevölkerung recht gering ausfällt. Doch keine Sorge, auch wenn mal nicht genügend Geld oder Rohstoffe auf Lager sind, könnt ihr Gebäude bereits in Auftrag geben. Dann bauen eure Bewohner einfach schon mal los, zumindest so weit wie möglich. Dazu haben die Gebäudemodelle dann auch hübsch anzusehende Zwischenschritte. Ein weiteres Grafik-Highlight sind die Straßen in Farthest Frontier. Das hört sich ein wenig merkwürdig an, ist aber eines der wichtigsten optischen Features des Spiels, um der Siedlung ein organischeres Aussehen zu verleihen. Wege verlaufen hier nämlich nicht schnurgerade und in rechteckigen Winkeln, sondern erlauben Kurven und fließende Übergänge, ein bisschen wie beim Mittelalter-Aufbauspiel Foundation, das ja auch immer noch im Early Access ist. Der Unterschied da ist, dass die Bevölkerung die Wege mehr oder weniger selber platt tritt. Hier bei Farthest Frontier legt ihr sie selbst fest. Und ganz allgemein ist Farthest Frontier auch einfach ein schönes Spiel. Die Gebäudemodelle sind extrem detailreich, viele haben sogar leicht unterschiedliche Versionen, die erst auf den zweiten Blick so richtig auffallen. In der Luft fliegen Vögel umher und Tiere streifen durch die Wälder, die Natur wächst dort, wo eure Holzfäller Weiden hinterlassen haben, langsam wieder nach, erst mit dichten Büschen, dann wieder mit Bäumen. Obstbäume blühen im Frühling und haben im Sommer dicke Früchte an den Ästen. Die Pflanzen auf den Feldern gedeihen und werden abgeerntet. Kleine Gärten und Blumenkästen verschönern die Innenhöfe. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, die Stadt noch zusätzlich auszuschmücken. Mit gepflasterten Straßen, Statuen, Zäunen, Mauern, Gartenanlagen, Blumen und Bäumen in allen Ausprägungen.
Die gute Grafik fordert aber auch einen hohen Preis bei der Performance. Selbst auf einem guten System kommt das Spiel auf den höchsten Einstellungen selten über so 35 Bilder pro Sekunde. Und bei bestimmten Events und Pop-ups kommt es regelmäßig zu deutlichen Laderucklern. Umso vorbildlicher sind dafür die Einstellungen im Menü, die von automatischen Speicherintervallen und skalierbarem Interface über Schattenqualität und Schärfentiefe bis zur genauen Konfiguration der Ingame-Benachrichtigungen viele Optionen bieten. Nicht immer optimal ist dagegen das Sounddesign. Die Hintergrundmusik wird relativ schnell eintönig und die Sounds zu bestimmten Events und Vorkommnissen sind etwas zu aufdringlich. Auch die deutsche Übersetzung hat noch ernsthafte Probleme. Wer Tiere in der Scheune hält, untätige Arbeiter als arbeitsunfähig bezeichnet und für Holz- und Steinsammler auf das Wort Arbeitslager zurückgreift, sollte nochmal einen Profi an die Sache ranlassen. Ausbaufähig ist auch das Kampfsystem, das wir bislang hier im Video noch größtenteils unterschlagen haben, weil es ehrlicherweise kaum Spaß macht und wenig zu bieten hat. Aktuell bestehen alle kriegerischen Handlungen darin, das Dorf mit Mauern, Türmen und einer Handvoll Soldaten vor Plünderern zu verteidigen, die mit laufender Spielzeit in größerer Anzahl angreifen. Naja, spannend ist anders. Das größte Manko an Phasis Frontier ist aber, dass es bislang abseits des Siedlungsbaus und der Warenketten keinen inhaltlichen Überbau gibt. Während Anno Entdeckungsreisen und Handelsrouten anbietet, die Interaktion mit der KI ermöglicht, Quests bereitstellt und euch Monumente errichten lässt, gibt es in Phasis Frontier nichts davon. Hier müssen wir erstmal abwarten, was der Early Access noch für Überraschungen bereithält. Allerdings wollen die Entwickler von Krait Entertainment ihr Spiel nur etwa 4 bis 8 Monate in dieser Phase halten. Das ist vergleichsweise wenig Zeit für ganz große Neuerungen. Zumal bislang auch noch kaum neue Features angekündigt sind, eigentlich laufen die aktuellen Pläne nur auf den Feinschliff und leichten Ausbau der vorhandenen Funktionen hinaus. Und trotzdem ist Phasis Frontier auch jetzt schon ein Gewinn für das aktuelle Aufbaugenre. Es ist bereits sehr befriedigend, in dieser Welt ein Dorf von Grund auf zu errichten, zu sehen, wie es sich über die Jahreszeiten verändert und mit den Jahren immer größer wird. Da Ressourcen wie Lehm, Sand und Eisenminen versiegen und vielleicht nur ein entfernter Berg größere Goldvorkommen bereithält, bin ich gezwungen, irgendwann entfernte Außenposten mit temporären Unterkünften zu errichten, sodass die Arbeiter nicht ständig bis nach Hause in die Stadt pendeln müssen. Auf viele verschiedene Weisen entsteht dadurch ein Stadtbild, das nicht aussieht, als sei es auf dem Reißbrett gezeichnet, sondern sich vielen Zwängen und Möglichkeiten unterwirft und so viel natürlicher als in anderen Spielen wirkt. Und da auch das Balancing bislang schon eine recht gute Figur macht, gibt es immer etwas zu tun. Zumindest in den ersten 10 Stunden stellt sich nie ein Gefühl von Langeweile ein. Erst danach, wenn das Dorfzentrum ganz ausgebaut ist, bietet Phasis Frontier nur noch den Schönbauern oder jenen unter euch etwas an, die nicht nach der Pfeife des Spiels tanzen müssen, sondern sich eigene Ziele stecken können. Doch mit dem Start in den Early Access können die Entwickler ja bald jede Menge Feedback zu ihrem Spiel sammeln und vielleicht schaffen es dann auch einige der Features auf die Roadmap, die wir bislang vermissen. Denn im Zweifelsfall sollte Phasis Frontier vielleicht sogar länger als die angepeilten 4 bis 8 Monate in der Testphase bleiben, damit aus diesem jetzt schon sehr vielversprechenden Aufbauspiel eine echte Genregröße wird. Das Team von Krait Entertainment hat ja durchaus Erfahrung darin, wie man sowas macht. Schließlich haben sie über Jahre hinweg das Action-Rollenspiel Grim Dawn zu einer der beliebtesten Diablo-Alternativen aufgebaut und viele der Studio-Mitarbeiter hatten zuvor auch an Titan Quest mitgewirkt. Unsere Hoffnung in das aktuelle Projekt des Entwicklerstudios ist also nicht völlig abwegig. Aber schreibt uns doch gerne selbst, wie euch Phasis Frontier gefällt, sobald ihr es im Early Access ausprobieren konntet.